Und los geht es hier in der Reiferbahnhalle beim E-Jugendspiel in Grün-Weiß-Schwerin gegen den VfL Blau-Weiß-Neukloster. Und Schwerin mit der ersten Wurfaktion. Und Lara Wessel kann den Wurf von Shira Rüdiger halten. Und im zweiten Anlauf ist die Nummer 17 erfolgreich für Schwerin. Kadine Büsselberg erzielt das 1:0. Wir sehen hier in dieser Jugend die übliche 6-0, Manndeckung, die in diesem Bereich gespielt wird. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer dieses Tor geworfen hat. Auf jeden Fall 2:0 für Schwerin. Sehr gut abgelaufen, den Ball durch Charlotte Büsselberg, die damit im Ballbesitz kommt für die Schweriner Mädels. Und die Nummer 10 bei ihrem Wurf übertreten, somit Abwurf für Neukloster. Ja, wo soll sie hin mit dem Ball? Da ist jemand. Und die gleiche Situation haben wir nochmal. Torhüterin ist leicht überfordert beim Rausspielen des Balls. Und jetzt der dritte Versuch. Jetzt hat es geklappt. Einwurf für Neukloster. Kurzes Gerangel, Ballbesitz für Schwerin. Pass auf die Nummer 17, sie scheitert am Pfosten. Das war Kadine Büsselberg, die noch nicht genug Zielwasser getrunken hat. Einwurf für Neukloster. Da war Charlotte Büsselberg schon fast im Ballbesitz. Bekommt die Kugel aber ans Bein, somit Freiwurf für Neukloster. Und weiter geht das Gerangel. Die Mädchen aus Neukloster waren noch nicht über die Mittellinie. Jetzt vielleicht. Aber auch da abgelaufen von Charlotte Büsselberg. Ein kleiner technischer Fehler führt zu einem Freiwurf für Neukloster. Aber auch gleichzeitig wieder den Ballverlust. Da Hanna Krüll den Ball nicht richtig festhalten kann und Shira Riediger die Chance zum 3:0 gibt, die sie wunderbar nutzen konnte. Schwerin wäre mit schnellem Passspiel. Charlotte Büsselberg hat noch den Ball. Raus zur Nummer 17, zu ihrer Schwester Kadine Büsselberg. Die erzielt das 4:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Wir sehen auf Seiten der Schwerin eine sehr gute Abwehrarbeit. Man steht direkt am Mann. Und hat immer eine Hand am Ball, so wie auch jetzt erfolgreich Charlotte Büsselberg, aber der Fehlpass. Und jetzt ein erneuter Versuch für Neukloster.
Jetzt sind wir schon mal über die Mittellinie. Freiwurf, die Schiedsrichterin korrigiert nochmal. Und jetzt geht's los. Nein, und wieder super rausgespielt. Charlotte Büsselberg. Pass von Tabea Alm auf ins Leere. Nicht auf, sondern ins Leere. Ja, Hanna Kröll behauptet den Ball, bekommt dafür einen Freiwurf. Und erneut wieder Charlotte Büsselberg. Die den Ball erobert und mit einem Pass auf Melanie Kessler das 15:0 einleitet. Ja, aber ein Schrittfehler mit Doppeldribbling, alles zusammen. Und die nächste Chance. Jetzt wäre Neukloster fast zum ersten Torwurf gekommen. Aber sie scheitern an der Ein-Mann-Abwehr Charlotte Büsselberg. Jetzt hat Charlotte Büsselberg ihren ersten Wurfversuch, geht am Tor vorbei, Abwurf für Lara Wessel, die im Tor von Blau-Weißner Kloster steht. Und erneut Charlotte Büsselberg, die den Ball herausspitzelt. Und Nele Mönnig erzielt das 6:0 durch die hervorragende Abwehrarbeit der Schweriner Mädels. Hat Neukloster auch noch keine wirkliche Torschance gehabt. Bleibt zu hoffen, dass sie es in den nächsten Minuten bis zum 6 Meter schaffen und auch vielleicht zu ihrem ersten Torwurf. Man kann es erneut sagen, Charlotte Büsselberg erobert den Ball und durch eine tolle Doppelpassaktion zwischen Shira Riediger und Kadine Büsselberg kann Kadine Büsselberg zum 7:0 erhöhen für Schwerin. Ja, lautstarke Anweisung von der Trainerin aus Neukloster, bewegt euch mal, lauft in die freien Räume. Aber so richtig können die Mädels das noch nicht umsetzen, da die Abwehr, wie gesagt, auch sehr schön arbeitet bei Schwerin. Körper- und Ballbezogen. Und auch die Zuschauer, lauft doch mal mit dem Ball, wenn die Kinder angefeuert. Aber bisher ohne durchschlagenden Erfolg und Ballverlust. Pass von Nele Mönnig auf Shira Riediger. Die erzielt das 8:0. Wieder ein Fußfehler.
Toller Pass von Nele Mönnich auf Shira Riediger, die aber am Tor vorbeizieht. Und Auszeit Neukloster. Wollen wir mal horchen, was die Trainerin ihr Mädels mitzugeben hat. Mach einfach. Das hören die auch eh nicht. Hallo. Ja, alles klar, geh weg hier. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Mach einfach. So, Ina kommt drauf. Ina kommt dran. Hanna kommt mal wieder runter. War gut. Mädels, Manndeckung. Manndeckung heißt, Melli bleibt hinten und 6er, 9er, 3 alleine. Alle anderen 5 sind nach vorne. Habt ihr gehört? Manndeckung. Ihr müsst raus. Jeder hat ein Mädchen sich gegenüberstehen, da geht ihr ran. Nirgendwo anders. Der, wo auf deiner Seite, die dir gegenübersteht, da deckst du. Und du bleibst alleine im 6er, 9er rein. Das sag ich dir gleich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Celine, setz dich nochmal kurz hin. Michelle außen. Gina, da außen oder da? Du bleibst auf deiner Seite, wo du warst. Ina kommt hier rüber. Der war rausgegangen, Hanna, ne? Ja. Kommst du rüber. Kurzes Gerangel eben in der Auszeit. Der Sprecher wurde fast verdrängt, aber mit ein bisschen Spaß an der Sache habe ich erfahren können, dass die Mädels mehr laufen sollen, weg vom Mann und öfter passen, schneller passen. Und natürlich in der Abwehr beherzt zugreifen. Hat jedem nochmal gesagt, du hast einen Gegenspieler und nicht zwei. Helfen deinem eigenen. Entschuldigung. Jetzt bin ich hier total. Auf jeden Fall 9:0 durch Charlotte Büsselberg. Wurfversuch von Shira Riediger. Charlotte Büsselberg erobert wieder den Ball, kann einen weiten Pass spielen, ein wenig zu weit für Nele Laschner. Somit Neukloster im Ballbesitz, Abwurf wieder. Lara Wessels hat da immer leichte Probleme, weil ihre Mitspielerinnen gut zugestellt sind schon. Und jetzt geht es wieder unheimlich schnell, keine Chance für Lara Wessel beim Wurf von Nele Laschner. Die erst 10:0 für Schwerin erzielt. Schade, da hätte sich fast Jannika Röderns durchsetzen können. Rutscht dabei mit den Füßen ins Aus, somit Einwurf für Schwerin. Die machen das wieder unheimlich schnell. Haben immer eine freie Anspielstation, so wie jetzt dort gesehen, auf der Außenposition. Helene Theile versuchte es gerade, hat noch kein Wurfglück. Ja, die Mädels von der Kloster wissen nicht hin, wohin mit dem Ball. Ja,
Mein Kloster arbeitet sich Stück für Stück nach vorne. Aber auch da hat Charlotte Büsselberg die Hand wieder zwischen und geht's wieder vorwärts über schnelle Doppelpässe. Und jetzt die Möglichkeit. Schade, ein Doppeldribbling durch Michelle Wenning. Daher jetzt wieder die Möglichkeit für Schwerin, die genutzt wird durch die Nummer 13, durch Lisa Eichenbrot. Die erzielt das 11:0 für Schwerin. Und es bleibt zu hoffen, dass die Mädels aus Neukloster auch noch irgendwann das Ziel finden. Wurfversuch von Lisa Eichenbrot. Der geht übers Tor. Neukloster im Ballbesitz. Weiter in die Mitte, komm her. Ein Foul. Freiwurf. Und der nächste. Und leider hat Tiara Röderns die Seitenlinie mit dem Fuß berührt, daher Einwurf für Schwerin. Und da kommt aber auch der 12. Treffer zustande durch Pass von Charlotte Büsselberg auf Helene Theile. Kurze Konfusion, Freiwurf oder nicht Freiwurf, da haben wir es jetzt. Jetzt ist ein Freiwurf gestellt, aber es war kein Werfer da. Jetzt ist der Werfer da und ist erfolgreich zum 13:0. Den Treffer erzielte Nele Laschner. Ein Doppeldribbling, es geht wieder unheimlich schnell. Und wird belohnt durch Helene Theile, die den 14. Treffer für Schwerin erzielt. Da war ein netter Aufmunterungsversuch eben von einer Mutter der Spielerin aus Neukloster. Geht doch mal, werft doch mal aufs Tor, die Torhüterin friert schon. Und jetzt kann sich zum ersten Mal Lara Wessels auszeichnen mit einer tollen Parade beim Wurf von Henrike Scharf. Wurfversuch durch Nele Laschner. Übers Tor. Jetzt mal ein schneller Pass von Lara Wessel. Aber auch dieser erstickt in der Abwehrarbeit der Schwerinerin. Und Charlotte Büsselberg erzielt das 15:0 für Schwerin. Charlotte Büsselberg ist sehr auffällig durch ihre sehr gute Abwehrarbeit, durch das gute Einleiten, schneller Vorwärtsbewegung, Konterbewegung und natürlich ist sie selber torgefährlich. Denk mal, das könnte in 1, 2, 3, 4 Jahren eine sehr gute Spielerin werden, wenn sie ihre Fähigkeiten weiter umsetzt, so wie hier wieder mit dem Pass. Diesmal zu Nele Laschner, die zum 16:0 für Schwerin erhöht. Ja,
toll, wie Helene Theile sich den Ball erarbeitet und mit einer kleinen Ehrenrunde, einer Kurve um den Abwehrspieler in die Konterbewegung geht und das 17:0 für Schwerin erzählt. Und Charlotte Büsselberg erobert sich den Ball und kann ihr Trefferkonto erhöhen auf 18:0. Und wieder Charlotte Büsselberg leitet mit einem schönen Pass ein. Die schnelle Bewegung. Abgefangen. Ich brauche Ihnen nicht mehr sagen, wer das war, eben mit der tollen Abwehrarbeit und dem Pass auf Lisa Eichenbrot. Die erzielt das 19:0 durch Vorarbeit von Charlotte Büsselberg. Es ist Halbzeit. Hoffen wir, dass es in der zweiten Halbzeit für Neukloster etwas freundlicher ausgestaltet wird. Die Schweriner Mädels unheimlich schnell aus der Kabine zurück. Die Mädels aus Neukloster haben ihre 10 Minuten vollständig ausgenutzt. Wurde sicherlich einiges besprochen. Und es scheint sich jetzt auch ein bisschen was zu ändern, aber auch da folgt schon, kaum sage ich es, folgt ein technischer Fehler, aus dem Schwerin momentan in dieser Situation keinen Nutzen schlagen konnte. Neukloster scheint etwas lauffreudiger zu sein. Aber dadurch passieren viele kleine Fehler, wie auch hier gesehen gerade ein Schrittfehler. Pfostenwurf durch Kadine Büsselberg. Ein erneuter Schrittfehler. Freiwurf für Schwerin. Nochmal die Korrektur, wird angepfiffen. Übers Tor, aufs Tor durch Kadine Büsselberg. Es bleibt beim 19:0 für Schwerin. Und wie die große Not der Lara Wessel, sie weiß nicht, wen sie anspielen soll von ihrer Mitspielerin. Es folgt der zweite Versuch. Komm Mädchen, werf ihn einfach nach vorne. Genau, einfach vorne rein. Vielleicht hat man Glück. So wie hier eben jetzt gerade nicht ganz so viel Glück. Und da kommt ein Lattenkracher zustande. Durch Nele Laschner. Und jetzt mal die Möglichkeit, der Pass nach vorne von Neukloster. Und die erste Wurfaktion wird vereitelt durch Lara Sandberg, die nach gut 22 Minuten den ersten Ball auf die Hände bekommt. Ein Doppeldribbling. Sehr auffällig, dass die Neukloster-Mädels den Ball nach vorne prellen können und treiben. Aber dann, wenn sie stehen bleiben, keine Anspielstation haben. Dadurch entstehen immer wieder technische Fehler, die von Schweriner Seite aus genutzt werden. Hier gerade gesehen durch Nele Mönnig. Die erzielt das 20:0.
Fußfehler. Und wieder geht es schnell. Doppelpass zwischen Nummer 6 und Nummer 9. Nummer 6, Helene Theile mit dem Versuch. Lara Wessels kann den Ball aus der Gefahrenzone buxieren. Es bleibt beim 20:0. Neukloster kämpft aufopferungsvoll, noch ohne Erfolg. Ich wünsche es Ihnen, dass es in den nächsten gut 15 Minuten doch noch klappt mit einem Treffer. Jetzt geht es wieder voran, aber auch nicht weit. Wird aber belohnt mit einem Einwurf. Da sehen wir jetzt gerade das Gruppenschuhbinden. Zweimal Neukloster, einmal Schwerin. Da hat Neukloster die Führung mit 2:1. Jetzt. Oh, schade. Hat sie den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Die Celine Linke. 9-Meter-Entscheidung. Leider ein wenig orientierungslos. Ich glaube, Celine Linke weiß noch gar nicht wirklich, was sie hier macht. Aber mit einem schönen Pass auf Hanna Kröll. Sie prüft die Torhüterin im Schweriner Tor, Lara Sandberg. Die kann den Ball gekonnt halten und leitet mit einem schnellen Pass den Konter ein. Der wird genutzt durch Tabea Alm zum 21:20. 21:0, Entschuldigung. Jetzt haben wir die 22, die ich eben schon mal angesprochen habe. 22:0 durch Nele Mönnig. Ja, viel passiert bei den Neukloster Mädels nicht, sind mehr in der Rückwärtsbewegung, auch im Ballbesitz, als in der Vorwärtsbewegung. Die Trainerin spricht es immer wieder an, ihr müsst vorwärts gehen mit dem Ball, weil wir wollen ja in Richtung Tornähe kommen. Schwerin zeigt, wie es geht. Und bekommt durch das Stürmen beim Passspiel einen 9 Meter zugesprochen. Und 7-Meter-Entscheidung, da hat sich Tabea Alm durchgetankt durch die Abwehr. Nee, muss ich korrigieren. Henrike Schaaf hat sich durchgetankt durch die Abwehr. Die tritt auch an zum 7-Meter gegen Lara Wessels. Und Treffer durch Henrike Schaaf, das 23:0. Nummer 6 auf Nummer 9, Nele Laschner und der 24. Treffer für die Schweriner. Erneut ein Doppeldribbling, ein technischer Fehler. Tolle Parade durch Lara Wessels und mit Abwurf belohnt, da der Nachwurf nicht zustande kommt, da die Angriffsspielerin im 6-Meter-Kreis steht. Daher Neukloster mit dem nächsten Versuch.
wird aber durch Shira Riediger gut gedeckt, sodass es nur zu einem Einwurf reicht auf eine Klosterseite. Und erneut technischer Fehler. Und jetzt geht es wieder unheimlich schnell. Nummer 4, ein gekonntes 1-1, tolles Dribbling, den 25-0. Und den Treffer erzielte Shira Riediger für Schwerin. Und wieder geht es schlagartig und blitzschnell nach vorne. Oha! Helene Theile mit einem tollen Wurf, aber genauso toll, wenn nicht sogar ein Stück besser, die Parade von Lara Wessels, die das 26-0 verhindert. Und jetzt ist sie wieder gefordert, die Lara Wessels, und wieder kann sie sich auszeichnen. Verhindert den Treffer von Helene Theile und erneuter Einwurf und wieder der Versuch durch Helene Theile. Jetzt hat sie alles richtig gemacht. Bezwingt Lara Wessels im Tor von Neukloster und erzielt das 26-0. Auszeit Neukloster. So, du bleibst mal kurz einen Moment. Nee, ja. Doch. Nee, dann musst du sagen. Helene, du wechselst mal. Lisa, geht mal auf links außen, ja? Lisa, wechseln. Lisa, auf links außen. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, war ja gut, ne? Von der Sache her jetzt lief gut. Bewegung. Wenn wir die Pässe auch in der Bewegung kriegen, dann gehen wir auch durch. Beste Beispiel Nele, mit Nele, Tabea genau dasselbe. Wenn du aus dem Lauf kommst, dich kann keiner mehr aufhalten. Ne? Wenn du im Stand stehst, dann ist natürlich alles ein bisschen schleppen. Ne? Ja, im Großen und Ganzen, du hast wieder ein bisschen Pech gehabt, ne? Deswegen, auch Nele, erst ein Schritt, erst den Ball fangen. Hat man deutlich gesehen bei zweimal, du bist schon wieder beim Werfen, ja? So, ran. So, jetzt haben wir zur Abwechslung mal in die Auszeit von Schwerin reingehorcht. Sehr entspannt, die Trainerin, oder das Trainer gespannt, ist sehr zufrieden. Hat noch leichte Korrekturen angesprochen. Bei Ballbesitz erstmal einen Schritt nach vorne und dann durch schnelles Passspiel die Abwehr überspielen und dementsprechend zum Torerfolg zu kommen. Eben hatten die Schweriner Mädels keinen Erfolg, aber Lara Wessel hat wieder das Riesenproblem, keine Anspielstation zu haben. Und somit landet der Ball durch den Pass im Nichts. 9-Meter-Entscheidung für Neukloster. Gegen Neukloster, Entschuldigung. Toll ausgeführter 9-Meter. Vollendet durch Lisa Eichenbrot. Die erzielt das 27-0. Mittelfeldgerangel, Helene Theile mit dem Ballgewinn. Kurze Kontrolle, dann der Pass. Und jetzt das Foul, natürlich von hinten in den Wurfarm, muss bestraft werden. Schiedsrichterin hat das gut gesehen. Macht einen sehr unauffälligen Job, die Schiedsrichterin. Ein gestellter 9 Meter, Sprungwurf und vollendet durch Nele Laschner. Die erzielt das 28-0 für Schwerin. Schön ist es natürlich zu sehen, Neukloster gibt nicht auf. Sie wollen irgendwie nochmal den Weg zum Tor schaffen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit,
Aber wieder Helene Theile, die toll das Dribbling unterbinden kann. Und schnelle Pässe nach vorne über zwei, drei Stationen. Der Wurfversuch von Tabea Alm und Lara Wessels mit einer tollen Parade dort im Tor bei Neukloster. Kurzes Wuhling am Kreis und Helene Theile kann sich durchsetzen. Ja, bei dem Wurf vorher, wo Lara Wessels eine tolle Parade zeigen konnte, hat sie den Ball auf die Stirn gekriegt. Sie hielt noch durch, aber jetzt sind die Schmerzen wohl doch da. Hoffen wir mal, dass es geht. Faire Geste von Tabea Alm an Lara Wessels. Die hat jetzt ein, zwei Minuten Zeit, sicherlich durch ihre Trainerin sich zu beruhigen. Und dann ist noch nicht geklärt, wer ins Tor geht. Kurze Spielunterbrechung. Wir brauchen ein Torwarttrikot. Da die Torhüter anders farblich gekennzeichnet sein müssen als die Mitspieler, muss man natürlich einer Feldspielerin ein anderes Trikot besorgen. Kurze Konfusionen hier. Schiedsrichterin verschwunden. Trainer verschwunden. Für Neukloster geht jetzt ins Tor die Nummer 4, Hanna Krüll. Hanna Krüll hat jetzt Abschnitt der Fehler Nummer 12 im Tor von Neukloster und es geht weiter. Auch jetzt mal ein technischer Fehler auf Schweriner Seite, ein Doppeldribbling. Aber hervorragend rausgearbeitet, Svenja Kuhlmann und der Pass auf Henrike Schaaf, die erzielt das 30:0. Für Schwerin. Toll, wie die Schweriner Mädels ihre Abwehrarbeit hier vollrichten. Mit der Ball. Helene Theile scheitert an Hanna Krüll, die ihre Kollegin Sarah Wessels im Tor jetzt vertritt für einige Zeit. Aber schon geht's wieder los. Und jetzt ist Hanna Krüll machtlos gegen den Wurf von Tabea Alm. Sie mit dem 31. Treffer für Schwerin. Charlotte Büsselberg, unauffällig in der zweiten Halbzeit. Da ist sie wieder. Gut gearbeitet in der Abwehr, den Pass unterbunden und selber in die schnelle Vorwärtsbewegung und dem Treffer zum 32:0. Nächster Ballverlust. Charlotte Büsselberg mit dem nächsten Treffer. 33:0. Erneut technischer Fehler. Da bleibt viel Arbeit für die Trainerin von Neukloster. Es sind sehr viele technische Fehler und da muss man natürlich in den Trainingseinheiten
nochmal diese Geschichten ansprechen und durchsprechen, damit die Mädels in Kürze etwas erfolgreicher sein können. Und hier haben wir gerade gesehen, Charlotte Büsselberg erst mit dem Unterlattenkracher, der springt nochmal raus aus dem Tor. Aber der Abpraller landet nochmal bei ihr an, in der Mittelkreisposition. Den kann sie nutzen zum 34:0. Und eben gerade noch ganz schnell passiert das Übertreten beim Wurf, somit Freiburg von Neukloster, die jetzt wieder hier im Mittelbereich des Feldes sind und versuchen, sich irgendwie durchzuarbeiten Richtung 6-Meter-Kreis und einer Wurfchance. Charlotte Büsselberg wieder erfolgreich, 35:0. Das war ihr dritter Treffer in Folge und ihr siebter in diesem Spiel. Und wieder ein Ballverlust. Und Shira Riediger nutzt das aus, erzielt den 36. Treffer für die Grün-Weißen. Fußfehler auf der Klosterseite, Freiwurf für Schwerin und es geht wieder schnell. Shira Riediger mit dem nächsten Treffer und dem 37:0. Ja, es ist gerade ein bisschen lauter am Mikrofon. Es kommt in Kürze hier um 12.30 Uhr zum Spitzenspiel in der B-Jugend. Grün-Weiß-Schwerin, Tabellenerster mit 1 Punkt Führung vor SV Fortuna Neubrandenburg. Wird sicherlich ein schnelles und attraktives Spiel. Konzentrieren wir uns jetzt wieder auf das, was wir hier sehen sollen, können, möchten. Aber ein bisschen ruppig. 9-Meter-Entscheidung für Schwerin. Hanna Kröll kann den Ball halten von Svenja Kuhlmann. Trotzdem war Nachwurfmöglichkeit. Und jetzt ist Hanna Kröll machtlos gegen die Rakete von Tabea Alm und dem 39:0. So, noch knappe 45 Sekunden. Doppeldribbling, schade. Hat Shira sich den Ball schön erarbeitet. Letzten 30 Sekunden hat Neukloster nochmal die Möglichkeit für einen Torwurf. Ich würde sagen nein, denn Charlotte Büsselberg erkämpft sich den Ball durch ihre gute Abwehrarbeit und spielt einen wunderbaren Pass auf Shira Riediger. Die erzielt das 40:0 für Schwerin und wir haben jetzt nur noch 5 Sekunden auf der Uhr und es ist aus und vorbei. Grün-Weiß-Schwerin gewinnt gegen VfL Blau-Weiß-Neukloster mit 40:0. Eine tolle Leistung der Schweriner Mädels in der Abwehr wie auch im Angriff.